Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Mal befinden wir uns wieder im Bereich Zusammenarbeit im Betrieb, Personalführung und Personalentwicklung. Viel Spaß beim Zuschauen! So, da sind wir wieder. Ich habe mal wieder eine Ausgangssituation und eine dazugehörige Aufgabe, wie gerade eben schon erwähnt, herausgeschrieben, mir ausgedacht. Es ist wieder im Bereich Zusammenarbeit im Betrieb, / Personalführung, Personalentwicklung. Und die würde ich jetzt einfach wieder durchgehen. So, by the way, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ihr könnt mich gerne supporten, indem ihr auf Ko-fi.com geht und mir dort einen Kaffee spendieren könnt. Der Link ist unter dem Video. So, dann fangen wir mal an. Ausgangssituation. Die Z GmbH mit Sitz in München hat 964 Mitarbeiter. Der Betriebsrat wurde gewählt und das Unternehmen ist tarifgebunden. Sie sind Meister einer Abteilung und für 20 Mitarbeiter verantwortlich. So, jetzt Aufgabe. Als Meister sollen Sie sich mit der Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg sowie der Maslow'schen Bedürfnispyramide vertraut machen. Und dazu Aufgabe A, zählen Sie 4 mögliche Hygienefaktoren sowie 4 Motivatoren nach Herzberg auf. Okay, dann machen wir das mal. Ich schreibe das mal hier hin. Also dazu muss man ja natürlich erstmal, also man sollte die Zwei-Faktoren-Theorie schon mal gehört haben nach Herzberg und natürlich von Maslow, die Bedürfnispyramide sollte man auch kennen. Ja, und zwar die Zwei-Faktoren-Theorie nach Herzberg, die ist wie hier schon, also schönerweise hier in der Frage aufgezählt, hier Hygienefaktoren und Motivatoren aufgelistet. Schreiben wir mal hier auf A, Hygienefaktoren. Hygienefaktoren. Doppelpunkt. Also Hygienefaktoren sind ja, das ist ja alles, was die Unzufriedenheit verhindert, aber trotzdem keinen Beitrag zur Zufriedenheit hat, weil es als selbstverständlich wahrgenommen wird. Das ist wie wenn man in ein Restaurant geht, dann setzt man es ja auch als selbstverständlich, also ist auch ein Hygienefaktor, ne? Dass sich der Koch vorher die Hände desinfiziert hat oder zumindest gewaschen. Also kann man sich vielleicht so ein bisschen, so eine kleine Eselsbrücke, das merken, Hygienefaktor, Hygiene, Restaurant, ja, man setzt es als selbstverständlich voraus, dass man Hygiene beachtet in einem Restaurant. Arbeitstechnisch sind zum Beispiel hier, wir sollen ja 4 aufzählen, das wäre zum Beispiel ein Führungsstil. Führungsstil. Am besten wäre natürlich ein kooperativer, ne? Und nicht autoritärer. Ich kann ja vielleicht mal dazu schreiben hier kooperativ. Kooperativ. So. Das wäre auf jeden Fall ein Hygienefaktor. Der nächste wäre zum Beispiel Sicherheit der Arbeitsstelle. So, klar, auf jeden Fall, ne, wird als selbstverständlich eigentlich heutzutage wahrgenommen. Dann das nächste, auch selbstverständlich, Gehalt. Ja, man setzt es als selbstverständlich voraus, dass man Gehalt bekommt jeden Monat. Und Status und Macht. Status und Macht auf jeden Fall. So, dann machen wir mal hier drüben weiter mit den Motivatoren. Motivatoren. Die Motivatoren, das sind dann im Endeffekt die Sachen, die Leistungen auch tatsächlich beeinflussen. Wie zum Beispiel im Arbeitsleben Anerkennung.
Dann Erfolg. Dann die Verantwortung zum Beispiel. Ja. Verantwortung. Ja. Und zum Beispiel Beförderung. Beförderung. Ja. Dann haben wir schon mal hier 4, 4 und 4 Punkte ergattert. So, dann B. Nennen Sie die 5 Bereiche der Maslow'schen Bedürfnispyramide. Okay. Man kennt das ja hier. Das ist ja diese typische Pyramide. Ich schau mal, ob ich vielleicht gerade mal so schön eine aufzeichnen kann. So. Und dann unterteilen wir das mal ein bisschen. Ja. So. Ja. Ah ja. Sieht ja tatsächlich nach was aus. Ha. Okay. Also dann arbeiten wir uns mal von unten nach oben. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, passt. Gut. Als erstes sind die Grundbedürfnisse. Grundbedürfnisse. Wie zum Beispiel Wasser, Atmen, Nahrung. Das sind die Grundbedürfnisse. Dann geht es weiter mit den, Sicherheitsbedürfnissen. Sicherheitsbedürfnisse. Wie zum Beispiel Arbeit oder Wohnen. Ne? Dann das dritte. Das sind die sozialen. Sozialen. Oder soziale Bedürfnisse. Soziale Bedürfnisse. Wie zum Beispiel Freundschaften oder Beziehungen. Dann kommen die viertens die Individualbedürfnisse. Individualbedürfnisse. Die Individualbedürfnisse sind zum Beispiel Erfolg oder Respekt. Ja. Und zu guter Letzt, da ganz oben, das ist die Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung. Genau, wie zum Beispiel, dass man mitdenken kann oder seine eigenen Wertvorstellungen verwirklichen kann. Ja? So ist diese Bedürfnispyramide nach Maslow aufgebaut. 5, ne? Grundbedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse, soziale Bedürfnisse, Individualbedürfnisse und die Selbstverwirklichung. So. Da muss man hier jetzt, ja, nur nennen Sie die 5 Bereiche. Man hätte jetzt vielleicht die Beispiele auch noch aufschreiben können, aber wurde ja nicht gefragt. Gut, so. Frage beantwortet. Aufgabe 1, 9 Punkte, läuft. So, da ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.